Und da wären wir auch schon wieder. Es gibt noch eine Ecke, wo es weitergeht. Die habe ich irgendwie übersehen. Und zwar soll das hier unten sein. Genau hier. Eigentlich recht offensichtlich eine Treppe nach unten. Aber okay. Und hier wird dann irgendwo der schwierige Kampf sein. Hm? Erstmal haben wir noch Loot. Das ist immer gut. Her damit. Öffnen. Zeitbombe, Schrotmunition, Pfeile sind schön und Heilmittel sind noch viel besser. Du hast nur 2 Betäubungspfeile. Du kannst keine Betäubungspfeile nehmen. Also gib ihm mal 2. Gib die Schrotmunition zu ihm. Ruhig. Alles. So. Zeitbomben. Weiß ja nicht, ob wir die wirklich brauchen, aber schaden kann nicht. So, so. Tränengas verteilen wir auch nochmal. So. Weiter gucken. Sieht hier ein bisschen aus wie die Arena mit den Sukubi. Geht's da weiter? Ne, Sackgasse. Ah, das sieht richtig aus. Das hier schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir gar nicht. Was? Was? Du glaubst, die sind ihr, oder? Gut möglich. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist zu still. Holzauge, sei wachsam. Okay, jetzt haben wir unsichtbare Gegner. Woran erkennen wir unsichtbare Gegner? Wir können nicht auf sie rauf uns stellen. Also das Feld da zum Beispiel sieht verdächtig aus. Weil eigentlich müssten wir da hingehen können. Das heißt, ich nehme einfach mal den Flammenwerfer. Und habe herausgefunden, dass die unsichtbaren Gegner Feuerschutz haben. Okay. Dahin. Dann werden sie aber nicht einfrieren können. Also. Obwohl, sie könnten Feuerschutz und Eisschutz haben, was wäre. Ne? Das ist der falsche Char. Du, dahin. Gefrierschutz. Okay. Das wird immer interessanter. Hast du auch Axtschutz? Oder haben wir irgendwas anderes Tolles? Gift könnten wir noch ausprobieren. So. Giftschutz. Okay, also sie haben anscheinend Schutz gegen alles. Ohne Wenden. Frage ist jetzt, was macht... Wo sind ein paar mehr? Man kann sie kurzfristig sehen, das hilft schon mal ungemein. Was zur Hölle? Wie viele sind das? So, hier ist einer. Der muss weg. So, wie viel halten die? Man sieht nicht, wie viel sie aushalten. Das ist auch nicht schön. Du, dahin. Betäubungsschutz hatten sie auch, ne? Ne, Betäubungsschutz konnte ich noch gar nicht testen. Ich hatte nur Gefrierschutz testen können. Betäubungsgranate? Ich weiß nicht genau, wo die sind. Das ist jetzt ärgerlich. Also da ist einer, ja. Außerdem will ich ihn töten und nicht einfrieren. Also wo ist mein Gewehr? Da, schieß einfach auf den da. Tot? Ja, okay. Einer schon mal weniger, das ist gut. Guck mal nach da. So, du, hier ist einer. Du, da. Schieß. Mit Glück, komm. One hit, one hit. Ne. Gucken wir mal, wie Trantin jetzt durchhält mit dem Gift. Ob das 15 Schaden macht oder 10. Ja, Obisch ist auch vergiftet. Und Jeppe auch. Ja,
Der bleibt da stehen. Da oben ist noch einer. Habe ich die... Ah, oh, Wutentbrand. Ja, aber das halten die gut aus. Okay, Trantin, du stell dich mal dahin. Und Wutentbrand auf den losgehen. 20 Schaden. Und der lebt immer noch. Du dahin, schießt ihm in die Seite. Gut. Du dahin, schießt den an. Oh. Jetzt leben noch zwei oder drei. Ich glaube, nächste Runde sollten wir erst ein bisschen heilen. Ah, Obot hätte sich umdrehen sollen. Aber ist okay. Schaden ist nicht so hoch. Gift. Gift. Okay. Du musst dich unbedingt heilen. Ja, wir haben vergessen, die großen Packs zu verteilen. Das ist natürlich nicht so schön. Also heile dich mit so einem kleinen Ding, was fast gar nichts bringt. Du geh bitte dahin und schieß auf den. Du gehst bitte dahin und guckst nach oben. Du gehst... Wo ist der hin? Mist. Okay, du stellst dich da an die Wand, guckst nach da und bandagierst dich. Ja, kannst ruhig bandagen. So. Zu beenden. Okay, da ist der eine. Ja. Gehst du weg? Ja, du gehst weg. Und der stand genau da. Okay. Bleibst du da stehen? Nein, du gehst auch weg in die Richtung. Also der eine ist nach, der obere ist nach rechts und der untere ist nach links. Giftiger durch, sonst keiner mehr. Okay, sind noch die beiden. Das heißt, hier auf dem Feld wird der Gegner sein. Hier kann man gar nicht raufschießen. Das war zu weit. Ja. Hier wird es gewesen sein. Du. Ja, hier ist schon etwas ersichtlicher, wo sein könnte. Du da. Uzi. Wir haben ganz viel Uzi-Munition. Gut. Weg mit ihr. Ja, gut. Du dahin und dann schieß mal geradeaus und gut, du was triffst. Ja, jupp. Nicht kaputt. Aber bald. Zu beenden. Und es ist echt schön, dass wir hingekommen sind, weil die Gegner hatten wir schon einmal indirekt gesehen. Die haben ja die erste Frau umgebracht. Und so zähle ich die erste, die zweite, die dritte Frau. Also die erste Frau umgebracht. Aber wir haben nie gegen sie kämpfen können. Und dadurch, dass wir das halt im eigentlichen Let's Play verpasst haben, dieses Gebiet, ist das schon ein bisschen komisch. Aber holen wir jetzt ja alles nach. Also ich habe nicht gesehen, wohin es ist. Deswegen schmeiße ich mal ungefähr da so eine Granate hin. Jo. Sieg. Sehr gut. Ich hoffe, das Gift bleibt nicht. Das haben wir ein Problem. Ne, okay. Du Heilzeug. Gib ihm bitte ein Ultraheiler. Und Uwe spielt meine Extrawurst. So, hier noch zwei Bandagen. Gut, du heilst dich mit Dosenfutter. Und Bandagen. Und Pflaster. Und... Hast du noch Kleinkram? Ja. Bandagen, gut. Das da sieht offensichtlich wichtig aus, deswegen ignoriere ich es erstmal. Und gucke, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Aber nee, da geht's wieder hoch. Okay, gucken wir da rein. Stromgenerator. Können wir da hinten rum? Ne, können wir nicht benutzen.
anschalten. Britzel, Britzel. Diese Maschine versorgt den Hauptcomputer mit Strom. Ach, deswegen konnte das mit den Matrix-Disks nicht werden. Das Ding hat einfach keinen Strom oben. Okay, wir haben Strom angestellt. Wir haben den Teleporter ausgestellt. Das, kann man den nachträglich wieder anschalten? Guck mal ganz kurz. Und eventuell müssen wir in den Reaktor-Kontrollraum zurück. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gucke ich kurz beim Teleporter. Das Ding hier. Ne, kann man nicht wieder anmachen. Okay. Schäfe läuft vor. Schäfe läuft vor. So. Dann jetzt links war irgendwo dieser Reaktorraum. Was komisch ist, weil der Reaktor da ist. Aber der Kontrollraum war hier irgendwo. Und da war auch ein Reaktor, aber ein anderer. Genau, Reaktorraum. Können wir jetzt hier was Neues machen? Kontrollpanel für den Reaktor, nö. Okay. Dann stelle ich mich jetzt hier hin, speichere nochmal ab. Unter Test 2. Gehe jetzt hier lang und benutze die Matrix-Disks. Richtig? Sonst gibt es hier ja nichts. Computerzentrum. Anschalten. Macht nichts, weil keine Disks da sind. Okay. Du benutze Matrix-Disk. Dobrowski, es würde zu lange dauern, das jetzt zu erklären. Wie Sie sehen, lebe ich. Zuerst müssen Sie mir etwas erklären. Das kennen wir alle schon, ja. Wir haben Leute. Ich weiß, welche Fragen Ihnen auf den Lippen. Also gut, wir sind. Höchstwahrscheinlich wissen Sie schon, dass. Ja, wo okay, das kriege ich jetzt alles weg. Wurde wegen eines. Natürlich war es ein militärisches Projekt. Aber die Wissenschaftler stoppten das Experiment. Der Modifiz. Und das Schlimmste, alles Ich komme jetzt nicht. Ich bin der einzige Überlebende. Sie wollen. Nun, wie Sie sehen, ist das Experiment. Sir Dobrowski, ich hoffe für. Und jetzt. Aber warum? Ich hatte Angst. Sie haben recht, Dobrowski. Das ist doch absolut. Von der ersten Minute an habe ich gleich gewusst, dass dieser. Seien Sie still, Ovitch. Mal sehen, ob die Matrix-Disks noch funktionieren. So, jetzt tun wir sie rein. Der Reaktor ist unten auch an. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Es passiert nichts. Hallo. Finger weg von der Apparatur, Sullivan. General Lamere, was machen Sie denn hier? Tut mir leid, Sir, aber das kann ich nicht tun. Die Welt will wissen, was hier geschehen ist. Und jetzt weg von der Maschine. Nein. Ich habe eine Menge Fragen an Sie, Sir. Vielleicht können Sie mir ja sagen, warum NATO-Soldaten den Befehl hatten, uns umzubringen. Sie wissen nicht alles. Die Situation ist viel komplexer, als Sie denken. Manchmal muss man sich eben für das kleinere Übel entscheiden. Und manchmal ist es nötig, drei Leben zu opfern um Millionen. Ich dachte, wir wären auf derselben Seite. Dieses Ding hier schert sich einen Dreck um Seiten, Captain Sullivan. Ja. Ach, wirklich? Erschießt sie. Okay, den Kampf hatten wir auch schon. Können wir den Kampf schnell beenden? Nein. Also wir haben leider keinen Blitzdings mehr. Wobei ich denke, das, was gefehlt hat, war einfach nur einmal der eine Kampf mit den NATO-Soldaten oben links. Den hatten wir im Let's Play nicht. Und der Kampf mit den unsichtbaren Dingern oben. Der Rest hier wird identisch sein. Ja, also ich hoffe, ihr fandet es noch schick, die letzten Kämpfe nochmal zu sehen. Ich werde jetzt das Spiel nochmal durchspielen off-camera. Nur für den Fall, dass da noch was kommt. Und wenn noch was kommt, dann melde ich mich mit einem neuen Video. Ansonsten sehen wir uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.